Scheiße. Bier ist alle. Mann, 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 Leute, in ganz Deutschland regen sich die Menschen auf. Impfprivilegien? Wie bitte? Sind wir hier jetzt Menschen zweiter Klasse oder was? Sind jetzt Genesene, Geimpfte und Systemrelevante plötzlich mehr wert als ich? Und das Ding ist, ich verstehe das. Ich finde Impfprivilegien auch nicht so geil, aber in erster Linie nur deswegen, weil ich sie noch nicht hab. Ich meine, ich kriege meine zweite Impfe im August. Und in Hamburg brauche ich ja nicht mal unbedingt einen negativen Test, um aktuell in die Außengastro zu gehen. Das ist ja auch okay, aber das ist dann irgendwie anderswo wieder komplett anders. Und so bleibt es für Geimpfte und Nicht-Geimpfte halt irgendwie gleich. Man muss sich halt informieren. Bis dahin werde ich mir halt ab und zu mal ein Stäbchen in die Nase rammen und einen QR-Code vorzeigen. Einfach nur, damit ich ein frisch gezapftes trinken kann. Leute, das ist für mich eine Grundrechtsverletzung. Ich meine, das sind summa summarum so 30 Tests und 2,5 Monate, in denen Leute mehr Spaß haben als ich, einfach nur, weil sie Asthma haben. Ich rauche, seitdem ich klein bin. Wo ist mein Liter Moderna? So eine Scheiße. Und ich meine ganz ehrlich, Oma Hannelore bringt ja auch der Kneipe zum lachenden Rudi ja nicht ansatzweise den Umsatz, den ich da verfeuern würde. Das muss man ja auch mal wirtschaftlich sehen. Herr Lindner, saufen ohne Sicherheit, das ist meine Freiheit. Ich will auch. Und vor allem will ich mehr. Ich will nicht einfach nur so Kleinigkeiten vor der Staat. Ich will mal, dass so ein bisschen Anreiz geschaffen wird. Ich will bei meiner zweiten Impfung, will ich in die Praxis kommen und meine Ärztin sagt, ah, Herr Köhn, toll, dass Sie es einrichten konnten. Haben Sie sich schon entschieden? Wollen Sie einen BMW oder wollen Sie einen Audi? Ich will, dass Frau Merkel mir die Hand schüttelt. Ich will, dass Karl Lauterbach mir den Nacken massiert. Und vor allem will ich eine Teilnehmerurkunde von Christian Drosten persönlich unterschrieben. In den USA kriegst du Freibier und Blumen, wenn du dich impfen lässt. Ich hätte da auch eine Idee für Deutschland. Wie wär's mit so einem Sammelheft? Und wenn du jeden Impfstoff einmal bekommen hast, dann kriegst du 40% auf den Messerblock bei Edeka. Ich glaube, damit kriegst du sogar Simone und Jochen dazu, sich impfen zu lassen. Wirklich. Ich finde das eigentlich gar nicht so schlimm, dass Menschen, die jetzt voll geimpft sind, irgendwie ein paar klitzekleine Freiheiten bekommen. Ich meine, das ist ja überschaubar. Keine Testpflicht mehr. Sie gelten bei Treffen mit freundlich als Haushalt. Das ist jetzt nicht so, als wenn sie irgendwie 500 Mark Bar Kralle bekommen und einen Freiflug an Goldstrand oder sowas. Ne? Ich meine, das sind ja keine Privilegien, das sind eigentlich eher Grundrechte, die die wiederbekommen. Und Grundrechte werden in Deutschland immer noch groß geschrieben. Siehe Bildung oder Jobchancen oder Rassismus oder Sexismus. Ich meine, wenn Ahmed wegen seines Vornamens die Wohnung nicht bekommt, dann gilt er wenigstens nicht als Haushalt, sofern er vollgeimpft ist. Und ich finde, das ist doch schon mal was, oder? Der Unterschied, meine Freiheit zu saufen, wie, wann und mit wem ich will, diese Freiheit, die kriege ich ja im August schon wieder, wenn ich meine zweite Impfe bekommen habe. Und bis dahin werde ich einfach frisch getestet mit anderen Getesteten und Genesenen und Geimpften vor einer Kneipe sitzen, weil so groß ist der Unterschied am Ende auch nicht.